heute nur für dich. Ob du mich liebst, frag doch mal mich. Sag mir kein Wort, sieh mich bloß an, weil ich dann weiß, ob ich selig sein kann. Ich singe mein Lied für dich allein und dieser Kölzer erbettet sein Mein. All meine Sehnsucht, mein Herz und mein Glück fliegen dir zu mit der Musik. Was ich empfinde und fühle für dich, sag dir für mich. Das war aus dem Film Mein Herz ruft nach dir, 1934. Der polnische Tenor Jan Kipura war bereits ein Weltstar der Oper und des Films, geboren 16. Mai 1902 in Sosnowiec in Polen. Und seine Partnerin, die junge Budapesterin Marta Eggert, aufsteigend am Weg zum großen Filmstar, geboren am 17. April 1912, also damals 22 Jahre alt. Bei dem Film haben sie einander kennen und lieben gelernt. Und die Hochzeit fand im Jahr 1936 in Katowice statt. Und im gleichen Jahr wurde ich Sekretär des Künstlerehepaars. Ich habe beide geliebt und vergöttert und sie wurden die besten Freunde meines Lebens. Wenn man heute die ältere Generation an Jan Kipura erinnert, werden sie wahrscheinlich zuerst an herrliche Opernabende denken. Vielleicht an Tosca, an Manon, an Carmen. Aber wir alle gaben als Stehplatzer Erich Wolfgang Korngold recht, wenn er in einer wunderbaren Melodie seiner Oper Das Wunder der Heliane über Jan Kipura singen ließ: Schön war der Knabe. Noch etwas wird die ältere Generation der Wiener nie vergessen. Da ist doch das Bühnentitel der Oper. Und nach einer Jan Kipura-Vorstellung war alles schwarz von Menschen, von der Kärntenstraße über die verlängerte Kärntenstraße bis zum Ring. Den Jan Kipura, in dem auch ein Schuss von Till Eulenspiegel steckte, sprang nach der Vorstellung auf das Dach eines Taxis und schmetterte seine Filmschlager durch die Nacht. Als ich sein Sekretär wurde, musste ich dann das Taxi beschaffen, weil er seinen eigenen Mercedes immer schonen wollte. Wenn ich an mein erstes großes Kipura-Erlebnis denken wollte, dann war es sicher der Abend, den zum Star gemacht hat. Der zweite Abend der Doppelpremiere von Puccinis Turandot am 15. Oktober 1926. Und wenn wir jetzt die berühmte Arie hören, Nessun Dorma, damals auf Deutsch gesungen, mit Kipuras entzückenden polnischen Akzent, kein Herz schlafe, dann muss ich sagen, ich könnte verstehen, wenn eine neue Generation mir sagt, das haben wir schon von größeren Stimmen gehört, unter Umständen sogar, wenn die sagen, von schöneren Stimmen. Aber eines steht für mich fest, ich habe diese Arie niemals im Leben mit einer solchen Totalverzauberung gehört, wie von Jan Kipura 1926. Du schläfst nicht in deinen kalten Räumen, blickst auf die Sterne, die flimmern von Liebe und Hoffnung träumen. Doch mein
Haus du meine bist. Die Aufnahme entstammt dem Film Opernring, der 1936 hier gedreht wurde, wo ich jetzt sitze, im Filmstudio Rosenhügel. Damals begann meine persönliche Bekanntschaft mit Kippura. Wenn ich mich recht erinnere, war es hier, wo ich jetzt lese, Halle 1 und Filmstadt Wien. Meinen Dienst als Sekretär trat ich 1937 an, in Polen, in Krynica, wo sich der reich gewordene Bäckersohn aus Sosnowiec ein prachtvolles Hotel hat er bauen lassen, das Hotel Patria. Die Emigration war für uns gemeinsam in den Vereinigten Staaten. Kippura sang ab 1938 an der Metropolitan Opera von New York mit riesigem Erfolg. Ich erinnere mich an eine Kritik in einer führenden Zeitung, wo es hieß, er hat keine Rivalen unter den Tenören von heute. Kippura sang an der Chicago Oper, an anderen Opernhäusern, Konzerte im ganzen Land. Für mich als Sekretär war es fantastisch, weil es war eine herrliche Gelegenheit, gleich sofort das ganze Land kennenzulernen. Martha Eggert trat in etwas auf, das hieß Musicals, war mir vollkommen fremd. Sie hatte großen Erfolg, aber es war vielleicht für mich der erste Schritt auf meinem späteren Weg zur Einführung des Musicals in Europa auf dem Kontinent nach dem Krieg. Martha Eggert sang auch Opern. Und ich erinnere mich sehr erfolgreich an eine prachtvolle Bohème-Vorstellung zu Silvester 1939 an der Oper von Chicago, Kippura Eggert. Und Martha Eggert, nach 47 sehr erfolgreichen europäischen Filmen, hatte auch einen Filmvertrag mit Hollywood, mit der Firma Metro-Goldwyn-Mayer. Und sie machte dort zwei Filme als Partnerin von Judy Garland. Auch Jan Kippura hatte ein paar Jahre vorher einen Hollywood-Film gedreht. Also an die Titel der europäischen Kippura-Filme erinnern wir uns ja noch ein bisschen, sie sind alle ein bisschen ähnlicher. Die singende Stadt, ein Lied für dich, Lied einer Nacht, ich liebe alle Frauen und so weiter. Mit besonderer Liebe erinnere ich mich an den letzten Kippura-Eggert-Film vor dem Krieg. Da habe ich schon mitgearbeitet. Zauber der Bohème wurde auch hier gedreht. Da begann meine große Freundschaft mit dem Komponisten Robert Stolz. Und er hatte für Jan Kippura für diesen Film eines der schönsten Liebeslieder geschrieben, die je geschrieben wurden. Ernste und leichte Musik inbegriffen. Ich hab die Frage mir gestellt, was mir an dir so sehr gefällt. Deine Augen, deine Lippen, ich weiß es nicht. Ich denke nur, wie schön du bist, was wohl das Schönste an dir ist. Deine Augen, deine Lippen, ich weiß es nicht. Sind es deine Hände, deine rosigen Wangen, oder hat vielleicht deine Lächeln nicht? Ich liebe dich, denn alles in mir verlangt und vergeht nach dir. Und es jaut in mir. Mein Herz ist rein, nur du allein bist meine.
scheide. Denn aus deinem Blick strahlt wolkenlos fern mein Glück. Das Leben kann so schön, so schön, so herrlich schön sein zu zweit. Mein Traum wird wahr, durch dich nur allein. Ich liebe dich, gesungen im Film und im Leben für Martha Eggert. Da haben wir gewohnt, in Hitzing-Wenzgasse 12. Das heißt, wenn der Kipura an der Oper engagiert war oder im Film, hat er hier gewohnt mit der Martha und ich als sein Sekretär. Wenn aber Kipura nicht in Wien war, hatte es der große Richard Tauber gemietet. Also musikalischer kann es wirklich nicht mehr zugehen. Martha Eggert stand schon in den frühen 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf der Bühne in Kinderrollen in Budapest. Ihre Entdeckung erfolgte 1930 am Wiener Johann Strauss Theater in der Operette Das Veilchen von Martha von Emmerich Kallmann. Ihr Durchbruch im Film kam 3 Jahre später in dem Schubert-Film Leise flehen meine Lieder. Das war auch das Regiedebüt von Willi Forst. Und drin ist eine unvergessliche Filmszene. Also Schubert, das war Hans Jarey, unterrichtet seine Schülerin Martha Eggert und bringt ihr das Lied bei Leise flehen meine Lieder. Und der Schubert dirigiert streng rhythmisch und Martha singt es ganz anders, vollkommen frei. Und dabei verlieben sie sich ineinander. Sie sprechen diesen Text im gewöhnlichen Leben vollständig ungebunden. In der Musik verändert sich seine Betonung nach bestimmtem Rhythmus. Bitte lesen Sie jetzt einmal diesen Satz im Rhythmus dieses Taktes. Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. Bitte. Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen ein Herr nieder, Liebchen, komm zu mir. Flüstern Blumen mit Verrauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht.
schön haben Sie mein Lied gesungen. Ich erinnere mich noch, es war im Frühjahr 1943 nach einer AIDA-Vorstellung, die Kippur in einer alten Moschee in der Stadt Newark im Staat New Jersey gesungen hatte. Da sagte mir Pravi, so das war's, ich singe nie wieder Oper, ich will ein Broadway-Star werden. Ich dachte mir, und Kippur war wütend, wie ich das gesagt habe, Jan Gott, ist das eine Schnapsidee. Aber er hat Wort gehalten und immerhin im selben Jahr kam noch die lustige Witwe. Die lief zwischen New York und einer Amerika-Tournee immerhin 3 Jahre, glänzende Vorstellung. Am Anfang hat Robert Stolz dirigiert, Choreografie immerhin George Balanchine und auch Karl Farkas war in der Besetzung und sehr viel Money für Jan und Martha. Liebe Operette, da, anstatt zu töten, ist viel Küssen, singen, tanzen, flirten und küssen. Das ist Operette. Obwohl Martha Eggert an diese Tage gedacht hat, als sie beinahe 60 Jahre später, im 90. Lebensjahr, im Jahre 2001 im Theater an der Wien, umjubelt vom Publikum, Melodien aus der lustigen Witwe gesungen hat. Danke von meinem ganzen Herzen, dass euch gehört. Auch im Namen von Jan Kippura. Danke. Auf dem Boulevard am Abend, trippel, 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 trop, da flanieren wir Grisette, kokettieren auf und ab. Und mit goldenen Halbstiefletten, trippel, 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 tramp. Und mit Hüten, Tritt, Koketten, ha, gehen wir dort auf und ab. Ja, da sind wir die Grisetten von Pariser Kabaretten. Lo, lo, do, do, ju, ju, klo, klo, hallo, fru, fru, et moi. Liebe Frau Martha Eggert, der Jan hat doch bei den fremdsprachigen Versionen seiner Filme alles selber gespielt. Aber war nicht manchmal dann die Partnerin in der deutschen Version Martha Eggert und in der französischen und englischen eine andere Dame? Ja, ja, ich habe 2 Versionen gespielt, die deutsche und die englische. Und da war eine große Kussszene, große Kussszene. Ich war immer sehr verliebt in ihn, aber ich wusste nicht, hatte keine Ahnung, wie er fühlt zu mir. Also, da war diese große Kussszene und er hat die französische Fassung so geküsst. Und hinterher, weil er war immer sehr vorsichtig wegen seiner Stimme. Und er war sehr, also
sehr pedantisch, ja. Er hat nie aus einem Glas getrunken, wo ein anderer getrunken hat, nie. Also jedenfalls, es war diese große Kussszene. Und nach der Szene habe ich gehört und bemerkt, dass er hinter ein Paravan, wie sagt man das, so eine spanische Wand gegangen ist und hat also er hat gegurgelt nach der Kussszene. Na, also jetzt kam die Kussszene mit mir. Und er hat noch einmal gedreht und er hat gesagt, nein, noch einmal, ich möchte das noch einmal, diese Szene. Und wir haben noch einmal gedreht und noch einmal, und er hat mich wirklich geküsst, aber wie? Und nach mir hat er nicht gegurgelt. Also das war für mich ein Beweis, dass ich für ihn etwas mehr bedeutet habe. Ich war sehr glücklich. Ja, und dann haben wir noch sehr viel geküsst. Meine Pflichten als Privatsekretär waren durchaus vielfältiger Natur. Janke Bura hatte einen Hund und da war im Savoy Plaza Hotel von New York, wo er wohnte, sagte mir, Pravi, es ist ein schlechter Geruch in dem Zimmer, riechen Sie den Hund? Und ich habe meine Nase also zum Kopf des Hundes gesteckt und er sagt, nein, von hinten. Das Ehepaar hat zwei Kinder, das ist ein altes Bild, links der ältere Jan, hat eine Stellung in der Industrie und singt auch, rechts der jüngere Marian, auch eine Stellung in der Industrie, ist aber ein sehr erfolgreicher Konzertpianist und hat auch schon Schallplatten gemacht. Jetzt war also das Traumpaar der Operette geboren, Janke Bura und Martha Eggert, also Berlin nach dem Krieg, viele deutsche Städte, in Paris auf Französisch, die Tschadaschfürstin in Triest auf Italienisch, Zarewitsch, in Wien am Raimund Theater 54 und 56, Paganini und Zarewitsch, und Kipura hat auch seine geliebte Altheimat Polen wieder besucht. Урок твой ус очаровал мне. Хочу тебя целовать, Нино, выслушай мне. Kipura führte das gesündeste Leben der Welt, immer in der frischen Luft, in den Wäldern, im Park. Und trotzdem 1966, kaum 64 Jahre alt, in seiner Villa in Rai läutet das Telefon. Er nimmt den Hörer, sagt, hier Kipura, bricht zusammen. Ich glaube, Martha Eggert hat durchaus in seinem Sinn gehandelt, dass sie die Überführung nach Warschau angeordnet hat, wo das Begräbnis unter ungeheurer Anteilnahme der Bevölkerung stattfand. Ich habe gleich Amerika angerufen und mit seiner berühmtesten und größten Opernpartnerin gesprochen, die damals noch am Leben war, mit Maria Jelica. Und ist für die Welt ein Begriff. Sein Ableben war ein großer Verlust für die Kunstwelt und für seine Freunde, für die unzähligen Freunde, die er gehabt hat. Der Kipura ist unersetzlich, er war als Mensch, als Künstler und als Freund etwas Unbeschreibliches. Wenn ich heute an Kipura denke, fallen mir auch seine Aussprüche ein, die mein ganzes Leben begleitet haben. Einmal sagt er mir, Bravi, höre zu, wenn dir Mensch sagt, es geht nicht, dann ist dumme Mensch oder faul, weil geht. Was kann ich abschließend über das Traumpaar Janke Bura, Martha Eggert sagen? Wann haben Sie je von einer Sängerin gehört, die im 90. Lebensjahr nicht nur als Sängerin, sondern auch als Leiterin von Meisterklassen an Universitäten Triumphe feiert? Und wann haben Sie je von einem Weltstar der Oper gehört, der auch gleichzeitig Weltstar des Films war? Ich würde gerne mit einem leicht abgewandelten Schlagerzitat enden. Das gab's nur einmal.
das kommt nicht wieder. Er war ein wertvoller Mensch. Jan Kerpura, ein wertvoller Mensch. Oh, der Daliko ist so zwoll, ach, an ihr Haus, so dragiton, schein in Oten zu den Jenny, jak zwotig mahaschen, krutki son. Hey, ha, krab, gra, dort ein, das da jung war, hey, ha, krab, gra, modin ist darin. Od naszego, od Oberka, Krakowiaka, do wód Kujawiaka. Dalej więc do Kujawiaka, dawaj zubu, stań dziewucho, do Mazura, i z tego, do tańca polskiego. Tra-la-la-la, ra-la-la-la, 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 ra-la-la-la. Hey, ha, krab, gra, do tańca stają pary. Hey, ha, krab,